So, und jetzt befinden wir uns nochmal im Gefechtsscreen hier auf der Karte Hellfire Canyon gegen einen Random Computer auf Schwierigkeitsstufe Experte, damit ich nebenbei noch reden kann. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz einen Landspeeder Rush, wie man ihn so klischeehaft kennt. Wichtig ist da zu sagen, dass das keine perfekte Technik ist. Es hängt immer davon ab, gegen wen man spielt und auch was der so macht. Es gibt Gott sei Dank keine Technik, die immer funktioniert. Auch ein Landspeeder Rush kann fehlschlagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es der Fall ist. Wäre jetzt blöd, euch das zu zeigen. Sinn ist halt, möglichst schnell seine Landspeeder zu kriegen. Das heißt, man verzichtet erstmal auf andere Infanterie, abgesehen von Scouts für die Punkte. Ja, wir starten einfach mal ganz fix und bauen als allererstes einen Plasma-Generator, damit wir möglichst schnell an Energie kommen, geben zwei Scouts und einen Servitor in Auftrag und bauen danach mit der Shift-Taste, geben wir danach noch eine Kapelle hier in Auftrag. Unser Gegner befindet sich hier unten. Es ist noch ganz wichtig zu erwähnen, ich spiele hier auf Dark Crusade 1.0, Dawn of War Engine 1.1. Das bedeutet, ihr könnt gewisse Sachen, die ich hier mache, nicht auf euer Spiel übertragen. Wenn ihr beispielsweise Soulstorm spielt, funktionieren hier manche Sachen einfach nicht. Achtet darauf, was ihr für eine Version habt. Wir spielen eigentlich immer die Version hier in der Konversation, deswegen werde ich die jetzt hier auch benutzen. Man kann übrigens zwei Baueinheiten auch auf ein Gebäude schicken, wie ich es gerade getan habe, aber die arbeiten dann nicht doppelt so schnell, sondern nur annähernd doppelt so schnell. Macht also nicht allzu viel Sinn. So, sobald unsere Kapelle hier fertig ist, machen wir die Hauptquartiersverbesserung. Und wir versuchen natürlich hier auch möglichst viele Kontrollpunkte einzunehmen und Horchposten zu bauen, damit wir an die Ressourcen kommen, die wir dafür benötigen. Also nicht nur für die Verbesserung, sondern auch für die ganzen Landspeeder. So, hier macht es jetzt keinen Sinn, das strategische Ziel einzunehmen. Das sind so die Feinheiten, die man dann irgendwann raus hat. Warum? So, hier bauen wir nochmal einen Plasma-Generator. Warum macht es keinen Sinn, das strategische Ziel einzunehmen? Es dauert ewig, bis es eingenommen ist und es liefert nicht so viel, weil man keine Horchposten draufbauen kann. Ein strategisches Ziel gehört genauso wie die Reliquie zu den Gebäuden, die man erst einnimmt, wenn man den Rest eingenommen hat. Weil es einfach länger dauert. So, wie gesagt, wir verzichten erstmal auf Infanterie. Die wird erst interessant, wenn wir Gebäude einnehmen wollen. Landspeeder können gegen Gebäude eigentlich nichts ausrichten. Deswegen versucht man mit diesen Landspeedern auch nicht Gebäude einzureißen. Ganz wichtig. Sondern man versucht hauptsächlich die Einheiten umzubringen, die gefährlich für einen selber werden könnten. Also zum Beispiel eine Baueinheit, die gerade ein wichtiges Gebäude baut. So. Dann darfst du hier auch nochmal einen Horchposten drauf bauen. Und unsere Scouts bleiben hier mal in der Reichweite. Sobald unsere Hauptquartiersverbesserung für... Momentchen, unsere Scouts nehmen das strategische Ziel ein. Ich habe mich soeben versprochen. Sobald unsere Hauptquartiersverbesserung fertig ist, werden wir einen Maschinenkult in Auftrag geben. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn mein PC nicht rumlaggen würde. So. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wo mein Spiel gerade rumlaggt. Ich hoffe, es geht bei euch einigermaßen. Also bei mir geht es gerade nicht wirklich. Ah, jetzt geht's auf einmal wieder. Spannend. Okay. Ja, unsere Scouts sind wie gesagt fast fertig. Wir haben als Gegner einen Tau. Das ist, ja, sollte eigentlich nicht so das Riesenproblem werden. Weil wir sowohl Crude als auch Tau-Feuerkrieger einigermaßen wegkriegen sollten. Ich baue jetzt einen Trupp Grey Knights. Das liegt daran, dass die Grey Knights gegen Infanteriemassen sehr, sehr, sehr stark am Anfang sind. Weil sie mit ihrem Psi-Blitz einfach alles einreißen können. So, da unten fehlt jetzt noch ein Horchposten. Den muss ich gleich nochmal bauen. Und da kommen auch schon die ersten Crude, als hätte man vom Teufel gesprochen. So. Landspeeder 1 ist ein Auftrag, die Landspeeder kosten 120,80. Und unsere Grey Knights sollen sich den mal annehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal einen Plasma-Generator bauen, damit wir hier noch mehr Energie kriegen. Das ist relativ wichtig. Oh wow, und da unten sind Geistkampfanzüge. Die sind infiltriert, aber mit dem Psi-Blitz könnten wir die... Müssen wir die eigentlich... Ja. Können wir sie trotzdem treffen, perfekt.
Genau das hatte ich gehofft. Und ein Tau-Kommander haben wir auch noch. Der ist sehr, sehr stark im Fernkampf, aber kann ansonsten auch nicht viel. Deswegen greifen wir den gleich mal an. Vor allem im Nahkampf ist er relativ gut zu besiegen. Merkt man gerade bei den Grey Knights. Die gehen dagegen ganz gut ab. So, ihr müsst die Crude aufs Korn nehmen und du müsst bitte den Tau-Kommander aufs Korn. Und da ist unser zweiter Landspeeder. Perfekt. So muss es aussehen. Gut, dann haben wir jetzt hier das noch fertig. Dann bauen wir nochmal ein. Weil wir gerade relativ viele Anforderungspunkte haben und relativ wenig Energie. Wir können bis zu einem gewissen Zeitpunkt... Wow, was machst du da für einen Alleingang, hä? Können wir auch nur zwei Landspeeder bauen, soweit ich weiß, weil unser Bevölkerungslimit uns nicht mehr möglich macht. So, den Anfang haben wir ganz gut geschafft. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall irgendwas zum Deinfiltrieren. Deswegen baue ich mal eine Armory. So, können wir noch einen Auftrag geben? Nein, genau, dann ist die Bevölkerung voll. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Und da wird irgendwas... Oh, das sind feindliche Feuerkrieger. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, dass die sich entblößen hier in der Nähe von meinem Horchposten, wie ich schon mal erzählt habe, weil dann können wir die auch super treffen. Merkt man gerade, die Geistkampfanzüge halten relativ wenig aus. So, ja, die Geistkampfanzüge werden hier auch ganz gut auseinandergenommen von unseren Grey Knights. Und dann brauchen wir als allernächstes was gegen Gebäude. Und da nehmen wir dann unsere ganz normalen Space Marine Trupps, um hier möglichst... was Antifahrzeugmäßiges und Antigebäudemäßiges zu haben. In dem Fall werden es dann Raketenwerfer sein. So, alles klar. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob hier gerade noch irgendwas... Ach, da unten ist noch ein Oberkommandierender, wie schön. Ein Oberkommandierender vor allem, genau. Ein Tau-Kommander meine ich natürlich. Die Grey Knights sind zwar ganz gut gegen Gebäude, aber die Raketenwerfer sind da deutlich effektiver auf lange Sicht. Und ich hätte eigentlich ganz gerne auch nochmal einen Landspeeder, weil wir haben im Moment nur einen. Ich baue gerade so ein bisschen Wir einfach durch die Gegend. So, da ist es zwar der erste, sehr schön. Dann können wir jetzt vorrücken und hier weitermachen. Das ist eine Fußschlinge, die hat hier unsere Grey Knights verlangsamt, aber das werde ich in einem Tor-Tutorial gegebenenfalls dann nochmal erklären. So, und dann mal bitte nachrücken und da unten sind Vespiden. Vespiden sind gar nicht mal so schlimm. Der hier, der wird uns noch Schaden bereiten können. So, ein Landspeeder. Na, man sieht, die Raketenwerfer sind ganz gut gegen die Gebäude. Sind recht effektiv. Vielleicht können wir noch mit Plasmawerfern ausstatten. Unsere Grey Knights sind hier noch einigermaßen am Feiern, aber es ist halt schwierig, mit diesen Mengen an Infanterie hier unten umzugehen. Ich hoffe, dass der eine noch fertig wird. Sollte aber passen. Und dann setzen wir hier unten nochmal eine Psi-Inquisition, Psi-Blitz in die Taufeuerkrieger. Und tschüss. Viel Spaß. Unser Landspeeder macht jetzt hier auch Party. Und was soll das denn da? Baueinheiten sind sehr, sehr anfällig gegenüber Landspeedern, gerade die von den Tau, weil die so wenig Lebenspunkte haben. Aber die Vespiden sind leider auch relativ gut gegen Infanterie. So. Okay, mal kurz zurückziehen. Wir werden auf jeden Fall einen Servoschädel brauchen.
Und ein zweiter Landspeeder, sehr schön. Ein Servo-Schädel gegen diese Mistviecher von, ja, von infiltrierten Geistkampfanzügen. Die hier gerade aufs Übelste meine Marines auseinandernehmen. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Gesundheitsverbesserung machen. So. Wie haben die denn meinen ersten... meinen einen Landspeeder auseinandergenommen? Dürfte ich das mal erfahren? Wäre das wohl machbar? Nicht nett sowas. Gut, dann machen wir nochmal einen Grey Knights Trupp aufs Feld. Und meine Raketenwerfer treffen noch nicht mal. Sehr gut. Oh Männchen, na. Zieht euch mal kurz zurück. Wir lassen dem mal ein paar Sekunden Zeit. Einfach weil ich jetzt nicht einsehe, dass ich hier einen ewigen Kampf ausfechte. Das ist prinzipiell kein Problem, hier den Tau jetzt platt zu machen. Das ist eigentlich nur noch eine Sache von Sekunden. Sozusagen. So, das waren die Crude. Alles klar. Dann jetzt bitte einmal mit den Grey Knights hier unten einen Blitz reinsetzen. So, und dann rücken wir jetzt hier wieder gegen diese blöden Horchposten vor. So, das war der Horchposten, alles klar. Jetzt kommt der Tau-Commander dran. Fußschlinge kaputt schießen, Tau-Commander kaputt schießen, alles klar. Gut. Raketenwerfer. Dann können wir hier noch den Fernkampf schauen. Ja, Moment, wir haben gerade keine Anforderungspunkte. Deswegen lassen wir das erstmal. So, hier oben ist noch ein verbesserter Horchposten, den wir auseinandernehmen können. Die Raketen, bum bum bum, sollten hier eigentlich ihr Übriges tun. Das war die Baueinheit, ich nehme doch nicht, die hat nur einen Schlag abbekommen von den Grey Knights. Alles klar. Gut, dann bitte einmal den hier unten und der ist sogar schon mit der zweiten Verbesserung verbessert, so wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Krass. So, aber wir haben jetzt hier gleich 8, 9 Flammen, Raketenwerfer auf dem Feld und dann ist die Sache hier gegessen. So, alles klar. Dann jetzt nochmal eben die Taubarack und das Crude Nest und dann ist hier Schluss mit lustig. Ja, also wie gesagt, möglichst schnell auf Landspeeder, mit denen kann man Infanterie am Anfang ganz gut abblocken. Möglichst auch noch Baueinheiten töten oder so, wenn man porten kann. Jetzt in dem Fall wurden wir hier angegriffen, weil es ein Computer war. Aber wenn der Tau jetzt ein echter Spieler gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich erstmal getaggt und erstmal gewartet, bis er seinen Weg zur Erleuchtung gehabt hätte. Und dann hätte man einfach mit dem Landspeeder die Baueinheit abreißen können. Und ohne die Baueinheit hätte er auch nicht taggen können. So wie er es gerade versucht hier. Kaoyun, Befehlsposten, baut er gerade aus. Das hätte ein Tau-Spieler schon gehabt, wenn er keinen Angriff gehabt hätte. Nach 12 Minuten ist das locker drinne. Gut, dann können wir jetzt hier noch die Baueinheit auseinandernehmen, wie ich es gerade versprochen habe. Sehr gut, dann hauen wir hier noch den Kaoyun-Posten mal eben auseinander. Hey, da war auch noch eine feindliche Baueinheit, okay. Dann nehmen wir bitte hier unten nochmal eben die Geistkampfanzüge auseinander. Danke sehr. Und dann alles aufs Hauptquartier draufrotzen, was wir haben. Was ist da oben noch? Da oben ist der Weg zur Erleuchtung. Aha, okay. Also unser einer Landspeeder hat noch mit 14 Lebenspunkten überlebt. Also wie gesagt, das ist so die Idee dahinter. Möglichst schnell feindliche Infanterie bzw. auch Baueinheiten ausschalten mit den Landspeedern und dann mit Raketen Space Marine Trupps nachrücken, um alles auseinanderzunehmen. Und das war's auch schon, weil der jetzt keine Einheiten mehr anfordern konnte. Da ist es auch egal, ob man noch einen Weg zur Erleuchtung hat, dann ist die Vernichtung eingetreten. Ja, das war's mit meinem kleinen Let's Show. Dawn of War mit dem Volk der Space Marines. Im Namen des Imperators habe ich euch noch einen Landspeeder Rush gezeigt. Einen ganz kurzen, nicht perfekt ausgeführt, aber die Grundidee habt ihr, denke ich, mal verstanden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet wieder ein, wenn es die neuen Völker gibt. Lasst ein Abo da, wenn ihr euch für Warhammer und Dawn of War interessiert. Demnächst wird es auch noch Let's Play Together Teile geben. Keine Sorge. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen bei euch Zuschauern und hoffe, dass euch diese Neuauflage von Let's Show Dawn of War besser gefällt als das alte.
wenn das überhaupt noch geht. Ha, 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 ha. Ja, danke fürs Zusehen und tschö, tschö.